Herr Fatheuer, Sie sind Sozialwissenschaftler, freier Berater und Autor und waren bis zum Jahr 2010 der Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro. In Ihrem aktuellen Buch mit dem Titel Neue Ökonomie der Natur, das die Stiftung soeben herausgegeben hat, beschreiben Sie die Natur als wirtschaftlichen Akteur. Was genau steckt hinter diesem Denkmodell und was unterscheidet Ihre neue Ökonomie der Natur von bereits existierenden Denkmodellen? Ja, ich glaube, die neue Ökonomie der Natur will sichtbar machen oder deutlich machen, dass die Ökonomie wichtig ist für die Natur und die Natur wichtig ist für die Ökonomie. Letzteres ist vielleicht nicht so deutlich immer. Wir nutzen Natur selbstverständlich. Wir gehen in der Luft herum, wir haben hier überall Bäume um uns herum, weil wir sehen diese Bäume nicht unbedingt als ökonomischen Wert. Und das ist sozusagen, glaube ich, der neue Ansatz in der neuen Ökonomie der Natur, sagen, diese Bäume sind nicht einfach nur schön, sind nicht vielleicht auch irgendwie wichtig für das Überleben. Nein, sie haben einen ganz konkreten ökonomischen Wert. Und damit beginnt aber gleichzeitig auch das Problematische. Man will natürlich diesen ökonomischen Wert berechnen, weil in der These der neuen Ökonomie der Natur liegt eine Diagnose. Sagt, wir schätzen die Natur, weil sie nützlich für uns ist. Gut, das ist soweit klar. Aber wir nutzen sie schlecht, wir vernichten sie, weil ihre ökonomischen Werte nicht in Preise gefasst sind. Das heißt, sie haben keinen klaren ökonomischen Wert. Wir sind uns ganz abstrakt davon, sind wir überzeugt und wissen das auch, dass Bäume wichtig sind fürs Leben. Aber wir würden diesen Baum gar nicht als konkreten ökonomischen Akteur sehen, der eine ganz konkrete ökonomische Leistung erbringt. Zum Beispiel die Filtrierung von Luft und die Bereitstellung von CO2 oder die Speicherung von CO2. Solche Leistungen, Naturleistungen, wenn man es so ausdrücken will, ließen sich vielleicht berechnen. Und wenn man sie berechnet, dann könnte man sagen, über eine ökonomische Wertschätzung der Natur zu einem ganz neuen Ansatz im Naturschutz kommen. Das ist vielleicht der Grundgedanke. Es stellt sich natürlich die Frage, wer schafft die Parameter für diese Naturwerte und wer setzt die Preise dafür fest? Ja, genau, das ist eine der kritischen Fragen. Der Grundgedanke ist ja attraktiv, zu sagen, können wir nicht sozusagen Naturleistungen einen ökonomischen Wert zurechnen? Wenn man genauer hinguckt, kommt man doch in zahlreiche Dilemmata. Ich will es an einem Beispiel verdeutlichen. Hier im Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein Projekt, das heißt More Futures. Dort werden Naturgebiete, alte Moore renaturiert, das heißt wieder zu Feuchtgebieten deklariert und wieder befeuchtet. Das speichert CO2. Das kann man messen, wie viele Tonnen CO2 gespeichert werden. Und CO2 hat einen gewissen Wert. Es gibt inzwischen einen CO2-Markt. Und dann kann man, wie es More Futures macht, versuchen, diese renaturierten Moore als More Futures, so heißt es dann, als Zertifikate zu verkaufen. Das ist ein freiwilliger Markt. Also wenn die Heinrich-Böll-Stiftung hier zum Beispiel eine Veranstaltung macht und sagt, wir wollen unsere CO2-Emissionen neutralisieren, dann könnte sie Zertifikate von diesen More Futures kaufen und damit ihre CO2-Emissionen wieder kompensieren. Kompensieren ist das Schlüsselwort. Es wird halt vorgerechnet, wenn man für 350 Euro in More Futures angelegt, 10.000 Kilometer in einem Dienstwagen, wird kein Kleinwagen sein, kompensieren kann. Also für 350 Euro, die ich auf den Tisch lege für More Futures, kann ich meine CO2-Emissionen 10.000 Kilometer im Jahr für ein Mittelklasse-Auto kompensieren. Das ist die Idee dabei. Das zeigt natürlich schon ein erstes problematisches Element. Es ermöglicht mir, mit ruhigem Gewissen weiterhin meinen 10.000 Kilometer in einem Dienstwagen zurückzulegen. Das heißt, es ändert nichts am Verkehrsmodell, es ändert nichts am Emissionsmodell. Und das ist vielleicht das ganz große Dilemma in diesen Kompensationslogik. Sie ist immer wieder gebunden an das Weiterführen von Schädigung von Natur. Das erinnert mich stark an den Emissionshandel, von dem wir ja heute sagen können, dass er in seiner ursprünglichen Funktion gescheitert ist.
Müssen Kompensationsmodelle scheitern, solange sie auf freiwilliger Basis angesetzt sind, oder können sie trotzdem eine positive Wirkung entfalten? Es ist kein Markt mit strukturellem Einfluss auf Ökonomien, aber er ist ein Markt, der wichtig ist, zu testen, wie solche Märkte funktionieren könnten. Und der große Durchbruch wäre tatsächlich, diese Naturmärkte, diese Märkte für Naturleistungen einzubinden in einen großen globalen Emissionshandel. Das würde sozusagen einen neuen Drive bekommen, wenn tatsächlich in einem neuen Klimaabkommen Reduktionsziele vereinbart werden, die dann aber auch durch Kompensationsmaßnahmen erreicht würden. Also ne, wie im europäischen Emissionsmarkt, aber dann global unter Einbeziehung von Waldzertifikaten. Nun beobachten wir ja, dass gerade bei internationalen Klimaverhandlungen keine Einigung erzielt wird. Müsste man sich vielleicht von internationalen Abkommen verabschieden und nach regionalen oder multinationalen Lösungen suchen? Ja, ich glaube, das RED, FIVA, RED ist dieser Mechanismus, der Wald in den Klimaschutz einbinden soll und Waldzertifikate in einen globalen Markt einspeisen sollte. Das RED, FIVA hat ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, man sieht inzwischen, dass man keinen globalen Emissionsmarkt so leicht hinbekommt. Und ich glaube, es ist auch eine Gefahr. Nicht nur, dass es nicht klappt. Ich bin eigentlich froh, dass es nicht funktioniert, weil es ist, glaube ich, gefährlich, Waldschutz und sinnvollen Waldschutz zu knüpfen, also Erbringen von CO2-Emissionen. Man würde dann sozusagen genau die sinnvollen Waldstrategien zuspitzen und durch das Nadelöhr der CO2-Emissionen gehen lassen und würde dann andere Fragen, Schutz indigener Völker, Bewahrung von Rechten traditioneller Gemeinschaften, immer nur dann respektieren und dann wirklich in die Priorität der Politik einspeisen, wenn es mit CO2-Emissionen verbunden ist. Und das sehe ich eine ganz große Gefahr auch, dass Waldschutz, der immer verbunden ist auch mit dem Schutz der Rechte der Menschen, die dort leben, dass der sozusagen gebunden wird in das Erbringen von Leistungen. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Geht es in Richtung Inwertsetzung der Natur oder steht dies sowie der Umweltschutz grundsätzlich immer hinter ökonomischen Interessen? Ja, ich meine, ich glaube, die Attraktion dieser Botschaft ist natürlich groß. Der ganze Begriff Neue Ökonomie der Natur geht vielleicht auf ein Buch von Gretchen Daily zurück, was schon vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Und der Untertitel lautet: Wie kann Naturschutz, wie kann Naturbewahrung profitabel werden? Das ist natürlich ein Traum für jeden Naturschützer, das ist ja völlig klar. Wenn ich aus Naturschutz eine Geldquelle machen könnte, wären alle Probleme weg. Denn heute ist ja Naturschutz oft, gerät an seine Grenzen, weil er kostet. Das Einrichten von Naturparks, das Einrichten von Schutzgebieten, aber auch die Nutzungseinschränkungen für Bauern zum Beispiel, sind natürlich immer Kostenfaktoren, die bei knappen Haushaltslagen oft schwer zu erbringen sind. Also diese Botschaft wird natürlich sehr gerne gehört und sehr gerne aufgegriffen. Wir haben jetzt aber auch eine Initiative, die hier recht populär ist, TEEP, The Economy of Ecosystem und Biodiversity. Es gibt jetzt eine TEEP Deutschland-Studie, auch als Naturkapital Deutschland. Also die Begriffswahl sieht man ja auf der Naturkapital. Natur soll es wie ein Kapital sein, was vielleicht Zinsen erbringt. Ne? Also diese Botschaften werden natürlich sehr gerne gehört und werden immer mehr auch von Naturschutzverbänden, glaube ich, aufgegriffen. Aber glaube, da ist es ganz wichtig, eine Debatte zu haben, auch über die Gefahren dieser Wege. Wenn man sich einmal daran knüpft, an die sozusagen die ökonomische Rationalität der Natur, gibt man sich auch anderen Argumenten, anderen Nutzungen, anderen Fundierungen des Naturschutzes. Also ich denke, wir müssen viel eher Naturschutz auch unter Überlebenssicherung sehen und einer umfassenden Zukunftssicherung und dürfen und können sie nicht auf eine ökonomische Rationalität reduzieren.